Guten Morgen, die Lichtverhältnisse sind hier mal wieder sehr bescheiden. Es ist Samstagmorgen, ich glaube 9 Uhr mittlerweile. Ich bin schon seit einer Stunde wach, habe aber noch ein bisschen im Bett rumgegammelt und habe so ein bisschen auch mal Snapchat wieder geguckt, weil das in der Vergangenheit irgendwie zu kurz kam. Ich habe gerade schon gelüftet, werde jetzt gleich meine Tabletten nehmen, damit ich dann auch gleich was frühstücken kann. Randale. Ja, genau. Werde dann jetzt erstmal schon mal meinen Vlog für heute schneiden. Danach dann mich so ein bisschen fertig machen, duschen gehen und so. Danach dann den Vlog für morgen und übermorgen schneiden. Damit ich morgen so ein bisschen den Rücken frei habe, weil wir fahren ja heute Nachmittag zu einer Freundin. Und ja, da werden wir dann die Nacht über bleiben. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen feiern. Was trinken vielleicht. Und deswegen schlafen wir halt heute Nacht dann auch da, weil das halt auch viel zu weit wäre dann. Wir sind zwar letztes Mal auch wieder nach Hause gefahren, aber dann können wir beide auch halt zur Not ein bisschen was trinken, wenn wir Lust haben. Ah, ist eine schöne Stütze hier für die Kamera. Guck mal, da hinten seht ihr mich auch im Spiegel. Hallo. Also ich habe irgendwie... Ach, irgendwie bin ich müde. Ich weiß aber nicht genau. Ich finde, meine Stirn wird nicht schnell langsam, aber sicher etwas besser, glaube ich, hoffe ich. Kleine Schatz. Ach, Baby. Jo, genau. Ich stehe hier, weil es hier eigentlich am hellsten in der ganzen Wohnung ist. Okay, das Wohnzimmer noch, aber da möchte ich auch nicht gegen das Licht filmen. Ja, ich werde mich jetzt an meinen PC begeben. Vorher, glaube ich, noch kurz auf die Waage steigen. Mal schauen, was die so sagt. Weil ich musste die letzten Tage mein Gürtel-Einloch enger schneiden. Ich weiß aber halt auch nicht so genau, woran es liegt. Ich werde schon auf die Waage steigen. Dann mache ich mir eine heiße Zitrone und setze mich hier gleich mit meinem Bademantel ein bisschen kuschelig hin und schneide dann den Vlog. Katzen jetzt vorhin ein Spielzeug gegeben. Und zwar dieses hier. Das dreht sich so von alleine dann in der Weltgeschichte rum. Das ist ein bisschen laut. Damit die ein bisschen abgelenkt werden, weil Mucki schon wieder anfängt, überall rumzukratzen, weil sie Aufmerksamkeit will. Ich weiß, man soll sie eigentlich komplett ignorieren über mehrere Wochen, weil sie sonst ja gezeigt bekommt, okay, ich kratze, deswegen kriege ich Aufmerksamkeit. Jetzt geht sie aufs Klo. Guckt euch das mal an. Die kratzt überall, aber nicht da, wo sie soll. Und jetzt geht sie wieder hin, mit dem Kopf vorne vor und kratzt ein bisschen da drinnen rum. Hört ihr das? Oben drauf. Okay, was ist kaputt mit dir? Die kriegt es einfach nicht hin, die kann es einfach nicht. Frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Manchmal sind Katzen echt auch mal nervig. Vor allem, wenn sie anfangen, überall rumzukratzen, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Und man auch noch so blöd ist und sagt, ja, Katze, komm her. Weil sie dann die Aufmerksamkeit kriegt. Aber es ist ja unsere Schuld und nicht ihre. So, meine Hübschen, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was an der Einstellung gemacht. Ich bin jetzt zwar sehr rot, aber ich muss irgendwie einen Mittelweg finden. Weil ich finde immer, dass dieses ganze... Oh, das ist immer so rauschig und dabei ist die Kamera so gut eigentlich, so HD und so. Ja, ich habe jetzt das Video für heute und für morgen geschnitten. Also die Vlogs werde wahrscheinlich, also werde jetzt erstmal duschen gehen und mich ein bisschen fertig machen. Und schon mal anfangen, meine Klamotten für heute Abend zu packen. Und morgen, na Quatsch, das Video für übermorgen werde ich dann gleich wahrscheinlich auch noch schneiden, wenn ich Zeit habe. Es ist mittlerweile schon 2:30. Mein Freund ist übrigens heute arbeiten. Der hat heute Schicht, auch Frühschicht. Und deshalb werde ich jetzt gleich hier schon mal so ein bisschen anfangen ja, zu packen und so.
Genau, ich sehe so braun aus auf einmal. Total komisch. Kann ich denn hier jetzt irgendwas umstellen oder so? Sorry, ich muss mal so ein bisschen gucken. Ich will nicht, dass er schon wieder rauscht. Ich habe das bei meinem Vlog heute wieder gesehen. Das heißt, ich werde diese automatische Einstellung auf jeden Fall sein lassen und zur Not das halt so machen. Maximal ISO von 1250. Sorry für diese Fachsprache, aber mir ist das sonst einfach zu rauschig. Nee, ich finde die Qualität da nicht schön und das nervt mich. So. Deshalb werde ich jetzt duschen gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich müde bin. Ich habe eigentlich genug geschlafen und heute Nacht wird ja auch wieder eine späte Nacht. Wir müssen eigentlich was zu trinken mitbringen, hat sie gesagt. Ich weiß noch nicht, ob wir was haben. Also wir haben eigentlich noch was da. Muss ich mal gucken gleich. Genau, erstmal jetzt duschen. So, meine Lieben, wir sind jetzt soweit quasi mehr oder weniger ready. Hier unten steht unsere Tasche, da hat sogar alles reingepasst. Gruß an Laura an dieser Stelle, die uns da auch mit gut beraten hat. Ja, genau. Die nehmen wir jetzt also mit, da ist auch unser Bettzeug drin. Unsere normalen Kissen lassen wir hier. Können die Katzen heute noch drauf schlafen oder so. Wird schon irgendwie gehen für eine Nacht. Ja, ich habe mich ein bisschen fertig gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe den Transylvania drauf, den ganz dunklen. Haare ganz normal, T-Shirt, einen Hoodie. Hallo Schatzi. Ja. Er ist ein bisschen busy. Soll ich noch meinen Hoodie jetzt mitnehmen? Ja, genau. Wir sind noch so ein bisschen am struggeln, was wir denn jetzt mitnehmen, weil wir in so einer Hütte wohl feiern. Und deswegen uns was Warmes anziehen müssen. Ja, nicht unbedingt, da ist ja eine Heizung drin. Ja, Heizung. Ja, aber bis die warm ist. Ja, nee, die wird schon warm sein, nur halt die ganzen Raucher. Die werden rein, raus und die Männer raus zum Pinkeln und rein, raus, raus, rein. Ja, ich finde diesen Lippenstift so schön. Fokussierst du für mich, Kamera? Nein, heute nicht. Es ist Wochenende, weißt du, Kamera hat auch mal aufgenommen. Ach so. Ja, da ist sie erst recht im Betrieb. Ja, ich habe jetzt auch Wochenende seit heute. Ja, der arme Mann musste ja heute noch arbeiten. Ich musste nicht. Leider Gottes freiwillig. Ja, immerhin. Genau. Wir machen jetzt gleich auf den Weg. Ich denke, wir werden vorher noch irgendwo eine Kleinigkeit essen. Weil ich habe nur ein bisschen Schokolade gegessen und heute Morgen zwei Scheiben Brot. Und dann so auf leeren Magen. Ich meine, heute Abend gibt es wohl was, aber bis dahin, ich meine, wir haben es jetzt erst 4 Uhr und ich glaube um 8 oder so geht's los. Ja, deshalb werden wir, glaube ich, gleich irgendwie bei Burger King oder McDonald's oder irgendwo noch halten. Oh, Fremdwerbung, ja. Aber egal. Für so Kleinigkeiten geht das dann. Und Burger King ist ja immer noch mal eine Ecke günstiger als Mc's. Und deshalb werden wir da jetzt, glaube ich, gleich mal hinfahren. Es ist so dunkel hier drin. Ja, mach doch mal Licht an, aber bringt hier eh nichts. Die Lampe, die eine Birne ist kaputt. Bringt nichts. So viel mehr bringt das irgendwie auch nichts. Ja, hier, die Ecke ist bestrahlt. Nein, ist auch egal. Ich habe nämlich den ISO ein bisschen runtergestellt, dass es nicht immer so krüsselt. Weil mich das nämlich extrem nervt. Aber so seht ihr vielleicht mal, wie dunkel unsere Wohnung eigentlich ist. Wo ist dunkel? Siehst du das überhaupt? Ja. Hier, in meinen weißen Streifen. Ne? Ja. Das Einzige, wo ein bisschen Licht ist, ist im Wohnzimmer und im Bad. Aber sonst halt eigentlich irgendwie nirgends. Das ist übrigens Schlangi. Sieh mal, nee, nicht. Ah, nee, Schlangi. Da. Ja, komm, Schatz. Der Ikea-Schuhanzieher. Mir wird warm. Ja, wir machen uns jetzt fertig. Also, macht euch auf eine wilde Fahrt gefasst. Ein Blödsinn. Bis später. So, wir waren jetzt was essen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, wo wir waren. Und fahren jetzt weiter zu unserer Freundin. Ja, mein Lippenstift hat ein bisschen gelitten. So, meine Lieben, heute ist eigentlich schon Sonntag. Ich habe mich gestern gar nicht mehr verabschiedet. Und zwar sind wir dann ja zu meiner Freundin gefahren und haben dann da auch ein bisschen was getrunken und hatten ganz viel Spaß. Dazu erzähle ich euch dann morgen mehr für euch.
Ja, genau. Ich wollte mich nur noch schnell verabschieden. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.